Potenzial und das bedeutet, dass SRT den Druck weiter aufrechterhalten muss. Edward Ramirez hat sich an die Razzien gewöhnt. Dies ist sein vierter Gefängnisaufenthalt für Verbrechen, die von Diebstahl bis hin zu einem tätlichen Angriff auf den Freund seiner entfremdeten Ehefrau reichen. Seine viermonatige Strafe für einen Bewährungsverstoß hat er fast abgesessen. Ich war schon mehrmals hier, wegen schwerer Körperverletzung, Diebstahl von Transportmitteln, Fälschung, Drogenhandel, Mitführung versteckter Waffen. Ich habe auf der Straße gelebt und da muss man so manches tun, wenn man überleben will. Carrying concealed weapons, you know. I lived on the streets, and when you live on the streets, there's a lot of things that you do to survive. Wie Merlina war Ramirez zunächst in Tent City. Dort wurde er als Kopf einer Gruppe rausgeworfen. Jetzt sitzt er im Towers-Gefängnis und teilt sich eine 2,5 mal 3 Meter Zelle mit zwei anderen Häftlingen, 23 Stunden pro Tag. Das hier ist richtig Knast. 23 Stunden in der Zelle. Wir sind zu dritt. Wir schlafen hier, essen hier und unser Klo ist auch hier. Es ist hart. Man streitet sich sogar mit denen, die man eigentlich leiden kann. Aber wenn man auf so engem Raum eingesperrt ist, ist man einfach gereizt. Ramirez, Vater von vier Kindern, sagt, er hatte die Hoffnung auf ein Leben in Freiheit bereits aufgegeben. Dann bekam er einen Brief von seiner 11-jährigen Tochter. Hi Daddy, ich vermisse dich so. Manchmal werde ich traurig, aber ich weiß, dass ich für die Babys stark sein muss. Deshalb weine ich nachts in meinem Zimmer. Wie lange musst du noch im Gefängnis bleiben? Du wirst für immer in meinem Herzen sein. Ich hoffe, du kommst bald nach Hause. Doch die einzige Möglichkeit, in einen offeneren Strafvollzug versetzt zu werden, ist die sogenannte Chain Gang. An einer Kette zusammengekettet schuften Häftlinge stundenlang in der Wüstenhitze, sammeln Abfälle von der Straße und heben Gräben aus. Viele ertragen die Hitze nicht und geben auf. Das Gefängnis nennt es die letzte Chance. Die Insassen nennen es Hölle. Doch diejenigen, die 30 Tage an der Chain Gang durchhalten, können sich eine Versetzung vom Towers-Gefängnis nach Tent City verdienen. Ramirez, der nur noch 4 Wochen seine Strafe absitzen muss, nimmt nur daran teil, um zu zeigen, dass er ein besserer Mensch sein kann. Wer in der Chain Gang ist, muss früh aufstehen, die Betten machen, den Müll einsammeln und den anderen Insassen Essen ausgeben. Früher hatte Ramirez mit dem Einhalten von Regeln seine Schwierigkeiten. Wenn er sich in der Chain Gang Befehlen widersetzt, könnte sich seine Strafe um Jahre verlängern. Für Merlina ist es die zweite Woche im Tent City Gefängnis von Phoenix. Mit nur 19 Jahren hat er Mitinsassen, die doppelt so alt sind und doppelt so aggressiv. Schlägereien sind an der Tagesordnung, die meisten wegen Schmuggelware wie Zigaretten. Der Tabak schafft Probleme, weil die Gruppen jetzt darum kämpfen, wer ihn verkaufen, transportieren und besitzen darf. Für Beamte wie Sergeant Irby ist die Suche nach Schmuggelgut ein täglicher Kampf. Manchmal patrouillieren nur 2 Officer den gesamten Hof mit 800 Häftlingen. Für geschäftstüchtige Insassen gibt es also viele Wege, Schmuggelware in den Hof zu schleusen. Wir haben hunderte von Insassen im Hof und hunderte gehen arbeiten. Wenn sie draußen arbeiten, bringen sie alles, was sie sehen, mit zurück ins Gefängnis. Wenn Merlina in 6 Monaten frei sein will, muss er sich aus dem Schmuggelgeschäft raushalten. Ich versuche, mich rauszuhalten und so gut es geht, allein zu bleiben. Mit ein paar Leuten rede ich schon, aber ich will niemandem was schulden und meine Zeit möglichst schnell absitzen. Doch das ist nicht so einfach. Er verbringt jetzt all seine Zeit in der weißen Gruppe, den Woods, und die bietet Merlina Schutz. Überall dort, wo Tent City kein Versteck bietet, braucht Merlina allen Schutz, den er kriegen kann. Den Woods anzugehören ist jedoch ein zweischneidiges Schwert. Viele Woods-Mitglieder sind aktive Schmuggelhändler. Sie wissen, wie man neue Häftlinge rekrutiert. Heute lädt ein Insasse namens Tripod Merlina zum Kartenspielen ein. Meist spielen Häftlinge um legale Artikel, manchmal aber auch um Schmuggelware. Macht Merlina Schulden, muss er diese vielleicht mit Diensten für andere Insassen abbezahlen, zum Beispiel dem Schmuggeln von Schwarzmarktgut. Aus einem netten Spiel wird purer Ernst, als Merlina anfängt zu verlieren.
What's on you, bro? Yeah. Ich glaube, er hat die Karten vertauscht. Es war die Karte da, Mann. Woher soll ich wissen, welche zuerst dran ist? Woher soll ich das wissen? Darum geht's ja. Keiner hat was von Fairspielen gesagt. Wenn's um was geht, will ich gewinnen. Was Merlina nicht ahnt, ist, dass die Gefängnisbeamten Tripod im Auge haben. Im Hof heißt es, Tripod sei einer der Drahtzieher im illegalen Tabakhandel. In welchem Zelt wohnen Sie, Sir? Sie sind also im falschen Hof, stimmt's? Sie sind im falschen Hof, also klettern Sie mal schön über den Zaun. What's up, Tripod? Mal sehen, was Sie sonst noch so dabei haben. Bei jeder Gelegenheit wird er durchsucht. Sonst noch was? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Was ist das? In Ihrer Hosentasche. Sie haben geraucht. Ich sehe es an Ihren Händen. Seine Fingernägel werden nach Nikotinflecken geprüft. Mit Merlina in illegale Aktivitäten mit reingezogen, könnte seine kurze Haftstrafe laut Gerichtsbeschluss in 12 Jahre Gefängnis umgewandelt werden. Doch in Tent City ist es schwer, keinen Ärger zu bekommen. Edward Ramirez meint, einen Weg gefunden zu haben, in der Chain Gang. Wie alle Insassen in Maricopa County zieht er seine rosafarbene Unterwäsche für den Tag an. Sheriff Arpaio meint, die Häftlinge würden die normale weiße Unterwäsche stehlen. Deshalb wurde sie zusammen mit Laken, Handtüchern und Handschellen eingefärbt. Es gab aber noch einen Grund für diese besondere Farbwahl. Warum sie rosafarbene Unterwäsche anziehen müssen? Warum rosa? Weil sie rosa hassen. Zumindest in diesem County. Warum sollten sie eine Farbe anhaben, die ihnen gefällt? Sogar die Handschellen sind rosa. Alles ist rosa. Alle einen Schritt nach vorn. Um 5 Uhr morgens beginnt für Ramirez und 12 andere Häftlinge die Schicht. Sie werden an den Knöcheln zusammengekettet, damit sie sich weniger bewegen und nicht flüchten können. Es kann losgehen. Marschieren. Häftlinge an der Kette müssen 4 Gesänge lernen. Die Kadenzen helfen ihnen dabei, gleichmäßiger zu gehen und Arbeitsmoral aufzubauen. Der Text erinnert daran, warum sie im Gefängnis sind. Für die nächsten 8 Stunden müssen sie bei 37 Grad arbeiten. Die Chain Gang muss Abfälle entlang einer Autobahn nahe der Arizona State University aufsammeln. Officer Parks passt genau auf. Mit dabei seine 12-Kaliber-Waffe, falls einer Ärger macht. Bitte den Gehweg sauber machen. Und mit keinem an der Bushaltestelle reden. Meine Herren, Sie wissen, was Schmuggelware ist. Also nichts aufheben. Und weg von der Straße bleiben. Nicht runter in die Rinne, nur auf der Seite. Häftlinge in so nahem Kontakt mit Zivilisten birgt gewisse Risiken. Wir wollen keinen Kontakt zwischen Häftlingen und der Öffentlichkeit. Wir wollen nicht, dass jemandem ihnen irgendetwas mitgibt. Egal ob Drogen, Tabak, Alkohol, Waffen. Als Kopf der Kette muss Ramirez die Kadenzen vorsingen und aufpassen, dass alle im Gleichschritt laufen. Doch an diesem Morgen sind 6 neue Insassen dabei und bringen den Lauf durcheinander. Wir haben 6 neue in der Kette. Sie wissen noch nicht, wann man rechts läuft oder rechts dreht. Viele von den Neuen machen mehr Witze, als dass sie arbeiten und passen nicht wirklich auf. Das ist ihnen auch egal. Jeder falsche Schritt bringt den Gesang der Gruppe durcheinander und zwingt die Männer anzuhalten und neu anzufangen. Ramirez verliert die Geduld. Doch wenn er seinen Frust an einem der anderen Häftlinge auslässt, muss er sofort zurück in Lockdown-Haft. Es geht weiter. Marschieren. Die Gang übersteht den Tag ohne Zwischenfälle. Es ist härter, als Ramirez gedacht hatte. Wenn er noch 2 Wochen schafft, kann er entlassen werden. Doch mit dieser jungen Truppe könnte alles passieren, er weiß das.
In Tent City geht der Wald das Schmuggeln. 23 Stunden in der Zelle. Wir sind zu dritt. Wir schlafen hier, essen hier und unser Klo ist auch hier. Es ist hart. Man streitet sich sogar mit denen, die man eigentlich leiden kann. Aber wenn man auf so engem Raum eingesperrt ist, ist man einfach gereizt. Ramirez, Vater von 4 Kindern, sagt, er hatte die Hoffnung auf ein Leben in Freiheit bereits aufgegeben. Dann bekam er einen Brief von seiner 11-jährigen Tochter. Hi Daddy, ich vermisse dich so. Manchmal werde ich traurig, aber ich weiß, dass ich für die Babys stark sein muss. Deshalb weine ich nachts in meinem Zimmer. Wie lange musst du noch im Gefängnis bleiben? Du wirst für immer in meinem Herzen sein. Ich hoffe, du kommst bald nach Hause. Doch die einzige Möglichkeit, in einen offeneren Strafvollzug versetzt zu werden, ist die sogenannte Chain Gang. An einer Kette zusammengekettet schuften Häftlinge stundenlang in der Wüstenhitze, sammeln Abfälle von der Straße und heben Gräben aus. Viele ertragen die Hitze nicht und geben auf. Das Gefängnis nennt es die letzte Chance. Die Insassen nennen es Hölle. Doch diejenigen, die 30 Tage an der Chain Gang durchhalten, können sich eine Versetzung vom Towers-Gefängnis nach Tent City verdienen. Ramirez, der nur noch 4 Wochen seine Strafe absitzen muss, nimmt nur daran teil, um zu zeigen, dass er ein besserer Mensch sein kann. Wer in der Chain Gang ist, muss früh aufstehen, die Betten machen, den Müll einsammeln und den anderen Insassen Essen ausgeben. Früher hatte Ramirez mit dem Einhalten von Regeln seine Schwierigkeiten. Wenn er sich in der Chain Gang Befehlen widersetzt, könnte sich seine Strafe um Jahre verlängern. Für Merlina ist es die 2. Woche in Tent City Gefängnis von Phoenix. Mit nur 19 Jahren hat er Mitinsassen, die doppelt so alt sind und doppelt so aggressiv. Schlägereien sind an der Tagesordnung, die meisten wegen Schmuggelware wie Zigaretten. Der Tabak schafft Probleme, weil die Gruppen jetzt darum kämpfen, wer ihn verkaufen, transportieren und besitzen darf. Für Beamte wie Sergeant Irby ist die Suche nach Schmuggelgut ein täglicher Kampf. Manchmal patrouillieren nur 2 Officer den gesamten Hof mit 800 Häftlingen. Für geschäftstüchtige Insassen gibt es also viele Wege, Schmuggelware in den Hof zu schleusen. Wir haben Hunderte von Insassen im Hof und Hunderte gehen arbeiten. Wenn sie draußen arbeiten, bringen sie alles, was sie sehen, mit zurück ins Gefängnis. Wenn Merlina in 6 Monaten frei sein will, muss er sich aus dem Schmuggelgeschäft raushalten. Ich versuche, mich rauszuhalten und so gut es geht, allein zu bleiben. Mit ein paar Leuten rede ich schon, aber ich will niemandem was schulden und meine Zeit möglichst schnell absitzen. Auch um Schmuggelware. Macht Merlina Schulden, muss er diese vielleicht mit Diensten für andere Insassen abbezahlen, zum Beispiel dem Schmuggeln von Schwarzmarktgut. Aus einem netten Spiel wird purer Ernst, als Merlina anfängt zu verlieren. Ich glaube, er hat die Karten vertauscht. Es war die Karte da, Mann. Woher soll ich wissen, welche zuerst dran ist? Woher soll ich das wissen? Darum geht's ja. Keiner hat was von Fairspielen gesagt. Wenn's um was geht, will ich gewinnen. Was Merlina nicht ahnt, ist, dass die Gefängnisbeamten Tripod im Auge haben. Im Hof heißt es, Tripod sei einer der Drahtzieher im illegalen Tabakhandel. In welchem Zelt wohnen Sie, Sir? Sie sind also im falschen Hof, stimmt's? Sie sind im falschen Hof, also klettern Sie mal schön über den Zaun. Mal sehen, was Sie sonst noch so dabei haben. Bei jeder Gelegenheit wird er durchsucht. Sonst noch was? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Was ist das? In Ihrer Hosentasche. Sie haben geraucht. Ich sehe es an Ihren Händen. Seine Fingernägel werden nach Nikotinflecken geprüft. Mit Merlina in illegale Aktivitäten mit reingezogen, könnte seine kurze Haftstrafe laut Gerichtsbeschluss in 12 Jahre Gefängnis umgewandelt werden. Doch in Tent City ist es schwer, keinen Ärger zu bekommen. Edward Ramirez meint, einen Weg gefunden zu haben. In der Chain Gang. Wie alle Insassen in Maricopa County zieht er seine rosafarbene Unterwäsche für den Tag an. Sheriff Arpaio meint, die Häftlinge würden die normale weiße Unterwäsche stehlen. Deshalb wurde sie zusammen mit Laken, Handtüchern und Handschellen eingefärbt.
Es gab aber noch einen Grund für diese besondere Farbwahl. Warum sie rosafarbene Unterwäsche anziehen müssen? Warum rosa? Weil sie rosa hassen. Zumindest in diesem County. Warum sollten sie eine Farbe anhaben, die ihnen gefällt? Sogar die Handschellen sind rosa. Alles ist rosa. Alle einen Schritt nach vorn. Um 5 Uhr morgens beginnt für Ramirez und 12 andere Häftlinge die Schicht. Sie werden an den Knöcheln zusammengekettet, damit sie sich weniger bewegen und nicht flüchten können. March time. Es kann losgehen. Marschieren. Häftlinge an der Kette müssen 4 Gesänge lernen. Die Kadenzen helfen ihnen dabei, gleichmäßiger zu gehen und Arbeitsmoral aufzubauen. Der Text erinnert daran, warum sie im Gefängnis sind. Edward Ramirez hat sich an die Razzien gewöhnt. Dies ist sein 4. Gefängnisaufenthalt für Verbrechen, die von Diebstahl bis hin zu einem tätlichen Angriff auf den Freund seiner entfremdeten Ehefrau reichen. Seine 4-monatige Strafe für einen Bewährungsverstoß hat er fast abgesessen. Ich war schon mehrmals hier, wegen schwerer Körperverletzung, Diebstahl von Transportmitteln, Fälschung, Drogenhandel, Mitführung versteckter Waffen. Ich habe auf der Straße gelebt und da muss man so manches tun, wenn man überleben will. Carrying concealed weapons, you know, I lived on the streets, and when you live on the streets, there's a lot of things that you do to survive. Wie Merlina war Ramirez zunächst in Tent City. Dort wurde er als Kopf einer Gruppe rausgeworfen. Jetzt sitzt er im Towers-Gefängnis und teilt sich eine 2,5 x 3 Meter Zelle mit 2 anderen Häftlingen, 23 Stunden pro Tag. Das hier ist richtig Knast. 23 Stunden in der Zelle. Wir sind zu dritt. Wir schlafen hier, essen hier und unser Klo ist auch hier. Es ist hart. Man streitet sich sogar mit denen, die man eigentlich leiden kann. Aber wenn man auf so engem Raum eingesperrt ist, ist man einfach gereizt. Ramirez, Vater von 4 Kindern, sagt, er hatte die Hoffnung auf ein Leben in Freiheit bereits aufgegeben. Dann bekam er einen Brief von seiner 11-jährigen Tochter. Hi Daddy, ich vermisse dich so. Manchmal werde ich traurig, aber ich weiß, dass ich für die Babys stark sein muss. Deshalb weine ich nachts in meinem Zimmer. Wie lange musst du noch im Gefängnis bleiben? Du wirst für immer in meinem Herzen sein. Ich hoffe, du kommst bald nach Hause. Doch die einzige Möglichkeit, in einen offeneren Strafvollzug versetzt zu werden, ist die sogenannte Chain Gang. An einer Kette zusammengekettet schuften Häftlinge stundenlang in der Wüstenhitze, sammeln Abfälle von der Straße und heben Gräben aus. Viele ertragen die Hitze nicht und geben auf. Das Gefängnis nennt es die letzte Chance. Die Insassen nennen es Hölle. Doch diejenigen, die 30 Tage an der Chain Gang durchhalten, können sich eine Versetzung vom Towers-Gefängnis nach Tent City verdienen. Ramirez, der nur noch 4 Wochen seine Strafe absitzen muss, nimmt nur daran teil, um zu zeigen, dass er ein besserer Mensch sein kann. Wer in der Chain Gang ist, muss früh aufstehen, die Betten machen, den Müll einsammeln und den anderen Insassen Essen ausgeben. Früher hatte Ramirez mit dem Einhalten von Regeln seine Schwierigkeiten. Wenn er sich in der Chain Gang Befehlen widersetzt, könnte sich seine Strafe um Jahre verlängern. Für Merlina ist es die 2. Woche in Tent City Gefängnis von Phoenix. Mit nur 19 Jahren hat er Mitinsassen, die doppelt so alt sind und doppelt so aggressiv. Schlägereien sind an der Tagesordnung.